Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge des DF Talks. Mein Name ist Christian Trozinski, Chefredakteur des HDTV-Magazins, und bei mir, das wissen Sie mittlerweile, glaube ich, schon, wer kann es nur sein, unser lieber Kollege Christoph Pecher. Moin, moin. Unsere letzte Folge zum Thema CES und ganz spannendes Thema Panasonic haben wir uns heute ausgesucht. Musstest ein bisschen schmunzeln, hast mir ein bisschen was erzählt von einem Panasonic Smart Home irgendwo in Japan. Das heißt, wer mal die Panasonic Pressekonferenzen in den letzten Jahren verfolgt hat, der wird wissen, dass das Thema TV, das klassische Thema, was auch mit Plasma die letzten über 10 Jahre forciert wurde, dass das teilweise so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurde und eher so auf eco-friendly und globales Unternehmen, was sich um die Menschen kümmert, dass dieses Bild in den Vordergrund gerückt wird. Und würdest du denn in dieses Smart Village einziehen wollen? Ich würde, glaube ich, nicht in dieses Smart Village einziehen wollen, weil es mich ein bisschen an Lost oder vergleichbare Sachen erinnert hat. Also da wird eben gut, dass dann eine heile Welt und so weiter präsentiert wird und alles mit grüner Energie. Das ist ja noch verständlich, aber da sieht man dann Blicke in wie so einen Überwachungsraum, wo dann alles mit Kameras abgedeckt ist, und das finde ich dann schon ein bisschen sehr krass, muss ich sagen. So wie so eine abgeschottete Community, und da wird in jedem zweiten Satz wird der Begriff Sicherheit und so weiter dann nochmal so richtig reingepresst in den Zuschauer. Muss ich erstmal nicht haben. Zum Glück ging es ja auch um die neuen TVs. Und ein Mann, der, glaube ich, für Aufsehen gesorgt hat, war ein Produktmanager von Panasonic, der viele Sachen gesagt hat, die jetzt im Nachgang eventuell nicht so glücklich gelaufen sind für Panasonic. Ich will erstmal mit der kleinsten vielleicht Info anfangen. Er hat nämlich verlauten lassen, dass Panasonic dieses Jahr maßgeblich auf VA-Panels setzen wird bei den LED-LCDs. Und da muss man vielleicht wissen, im letzten Jahr gab es ein riesiges Durcheinander bei Panasonic, je nach TV-Serie. Was ist jetzt für ein Panel? Wo sitzen die LEDs? Wie ist die Panel-Performance? Genau. Teilweise auch Unterschiede bei den Zolldiagonalen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Unsicherheitsfaktor scheint 2015 eliminiert, und man setzt jetzt auf kontraststarke VA-Panels, die eben dann aber Blickwinkel abhängig sind. Ja. Aber für viele der bessere Kompromiss wohl darstellen. Wahrscheinlich schon, obwohl dann natürlich ein extremer Vorteil der Panasonics dann ein bisschen verloren geht, die Blickwinkelstabilität, die grad, halt im Prinzip gerade bei der High-End-Serie im letzten Jahr, die haben wir auch im aktuellen HDTV-Magazin nochmal getestet und im UHD-Shootout präsentiert. Das heißt, sobald du da wirklich 10 Grad oder so ein bisschen seitlich schaust, war der AX900 von Panasonic den VA-Panels massiv auf jeden Fall überlegen. Was im Gleichklang ja auch bedeutet, wenn ich mit 3 Leuten vor einem Fernseher sitze, muss man ja auch mal ganz klar sagen, die Messwerte werden ja alle mit Messkamera perfekt vor dem Display gemacht, aber setz dich mal mit 3 Leuten vor den Fernseher, muss man abwarten. Aber da Samsung Marktführer ist und ja ausschließlich auf VA-Panels setzt, ist das sicherlich kein Nachteil. Wahrscheinlich nicht. Und was ich ganz interessant finde, ist die Designveränderung. Wir haben ja im letzten Jahr nicht nur einmal über das Panasonic-Design berichtet, bei der AXW 800er und 900er Serie und ASW, glaube ich, auch die Full-HD-Serie. Und da war es ja der Fall, dass du dieses Display hattest und den Standfuß nicht mehr gesehen hast, weil das Display wurde stabilisiert durch einen Mega-Block. Durch einen Riesenklotz hinter dem Fernseher. Hinter dem Fernseher. Was bedeutet hat, die Panasonic waren die mit Abstand schwersten Fernseher. Mhm. Und was man, glaube ich, auch sagen kann, die waren zur Produkteinführung auch ziemlich teuer im Vergleich zu den Sonys und Samsungs. Wenn ich mir jetzt das neue Design anschaue, scheinen die eher jetzt Richtung praktische Aufstellungen zu gehen, und das wird sich wahrscheinlich auch in den Kosten widerspiegeln, dass man da von den Preisen ein bisschen runterkommt. Arbeitet da auch jetzt mit Füßen quasi, mit normalen, also normal, die haben dann auch wieder ihr eigenes Design, was so ein bisschen, das waren noch die geschwungenen dreieckigen irgendwie, genau. Aber auf jeden Fall weg von diesem Block und hin wieder zu einem, naja, ich würde mal sagen, zu einem normalen, zu einem normalen Fußdesign, die man dann entweder außen hinstellen kann oder innen hinstellen kann. Das ist aber dann wieder
die Frage, was dann die Frau im Haus schöner findet oder so, die Diskussion hatten wir ja letztens. Die Top-Serie, die auf der CES vorgestellt wurde, ist die neue 800er-Serie UHD. Mhm. Interessanterweise soll dort Local Dimming verbaut worden sein. Das heißt, wer im letzten Jahr die 800er-Serie UHD gekauft hat, wird dieses Jahr einen enormen Sprung merken, wahrscheinlich bei Bildhelligkeit, Ausleuchtung, Dynamikumfang, also Full LED mit Local Dimming. Die Farbraumerweiterung hat Panasonic im letzten Jahr schon sensationell hinbekommen. Also allein vom Farbumfang waren das die TVs. Da wurde jetzt auch nochmal extrem. Wurde jetzt auch nochmal speziell darauf hingewiesen, dass man da jetzt auch mit Hollywood Studio Monitor Technologie arbeitet, um da wirklich im Prinzip, wie es dann zumindest immer verkauft wird, dem Zuschauer quasi das Bild zu bringen, was der Regisseur auch beim Drehen quasi im Kopf hat. Genau. Ja? Da gibt es ja verschiedene Ansichten. Ne? Was hatte er im Kopf bei den Drehen? Was hatte er am nächsten Tag im Kopf, als er nochmal drüber geschlafen hat? Und was landet dann letztendlich auf irgendeiner Disk, die, das durch, ist die Frage. Durch den 0815-Encoder dann gezogen wurde? Der von mir schon angesprochene Produktmanager hat natürlich dann noch so ein bisschen die Bombe platzen lassen. Genau. Also was man dazu sagen muss, Panasonic zeigt schon seit über einem Jahr 4K OLEDs. Oder Ultra. Ich glaube, vor zwei Jahren. Korrekterweise Ultra HD OLEDs. Bisher nur Prototypen. Dann wollte man auf eine Eigenentwicklung setzen, die so ein bisschen mit Sony zusammen sein sollte. Das hat man dann wieder verworfen. Unser aktueller Stand ist, dass LG Panels verwendet werden für die OLED-Pläne, die Panasonic im Moment schmiedet. Und auch auf der CES, also auf der IFA, gab es den 4K Ultra HD OLED. Auf der CES gab es jetzt wieder den Ultra HD OLED und der Produktmanager hat gesagt, jo, das Ding wird 2015 erscheinen. Und was man natürlich sagen muss, die 900er Serie wurde nicht vorgestellt. Mhm. Das bedeutet, man lässt vielleicht der 900er Serie aus dem letzten Jahr noch ein bisschen Zeit. Die kam halt sehr spät, muss man sagen. Genau, das hat er auch selbst dann nochmal, den Fehler hat er eingeräumt, dass Panasonic letztes Jahr sehr spät dran war und da will man auf jeden Fall in diesem und auch im nächsten Jahr daraus lernen und auf jeden Fall früher seine Geräte spätestens dann im zweiten, dritten Quartal auf den Markt bringen, dass man da auch konkurrenzfähig bleibt. Und für Panasonic wäre es natürlich bombastisch, ein OLED rauszubringen, weil man könnte die Plasma-Story weiterspinnen, man könnte das Bildqualitätsthema weiterspinnen, man hätte die Blickwinkelstabilität, die man jetzt mit den LCDs faktisch aufgegeben hat, hätte man dann wieder an Bord, eventuell auch wieder Polfilter 3D für alle Polfilter-Fans. Und was, glaube ich, noch eine riesengroße Nummer ist für Panasonic, die haben einen echten Ultra-HD Blu-ray-Player gezeigt. Eigentlich haben wir ja gedacht, Ultra-HD Blu-ray macht den Durchmarsch auf der CES, es ist nicht passiert. Könnte dann eventuell ein Thema für die nächste CES werden, aber die Spezifikationen stehen fest. 100 GB Disks, High Dynamic Range wird unterstützt. High Dynamic Range, das ist ganz wichtig. Erweiterter Farbraum, alles ist möglich sozusagen. Und Panasonic war ja seit jeher schon immer in diesem Blu-ray-Konsortium mit dabei und hat ja schon bei Blu-ray und 3D versucht zu pushen. Ja. Das heißt, Panasonic ist nach dem, ich würde mal sagen, turbulenten letzten Jahr wirklich super fokussiert wieder auf dieses ganze Entertainment. Ganz genau, ja. Und es dürfte ein fantastisches Jahr werden für Panasonic. Wahrscheinlich, obwohl sie sich, also das auf jeden Fall, Spielereien beziehungsweise schon mal ein bisschen zeigen, was man eventuell so kann. Das haben sie sich natürlich trotzdem nicht nehmen lassen. Die hatten ein 4K-Display mit Touchscreen-Funktion. Haben sie zumindest mal vorgestellt, wann das dann tatsächlich mal marktauglich wird. Das ist ja auf der CES sowieso immer noch eine andere Geschichte. Und wie Samsung und LG auch, haben sie einen 8K-Prototypen auf jeden Fall schon mal vorgestellt. Prototypen. Ne? CES und Prototypen, ja. Genau das ist das Ding. Da sieht man eben, dass es keine Endverbrauchermesse ist, sondern letztlich, da geht es dann immer noch ein bisschen drumherum, auch mal in die Glaskugel zu gucken und was können wir vielleicht irgendwann machen. Man hat immer das Gefühl, dass irgendwie Außerirdische über Las Vegas kreisen und man versucht irgendwie diese zu beeindrucken, indem man irgendwas zeigt. Ganz genau, da gibt es dann. Dass auch die Star Trek Warp-Antrieb-Fans. Da gibt es dann. Genau, selbstgießende Blumenkästen und smarte Zahnbürsten und was da alles mittlerweile vorgestellt wird. Okay, also sollte der OLED kommen, wäre es für alle Plasma- und Panasonic-Fans der erhoffte Befreiungsschlag. Auf jeden Mit Fall. Den normalen TVs
klingt jetzt fast schon fies, ne? Normale TVs, mit den neuen Ultra-HD-TVs von Panasonic, da sehen wir auch wirklich einen deutlichen Vorsprung, hoffentlich auch preis-leistungsmäßig. Alle weiteren News rund um Panasonic, die CES und Ultra-HD erfahren Sie natürlich auf digitalfernsehen.de und im neuen HD-TV-Magazin. Wir melden uns jetzt ab. Genug der CES. Reicht. Das nächste Mal suchen wir uns dann wieder bodenständigere Themen aus. Genau. Vielleicht dann auch schon mit den ersten Testmustern. Also seien Sie gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.